Ja, guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Ich möchte Ihnen gerne noch ein paar Details zu meinem GPSDO anfügen. Eigentlich so die kleinen Details, die dann dazu führen, dass wir möglichst genaue PPS-Signale haben und dass wir ganz genau synchronisieren können. Es geht immer noch um das GPS, den Neo 5T von uBlox, dann ein PPS-Output. Und dann der Rubidium-Oszillator. Und die Details sehen dann wie folgt aus. Immer noch dieses Rubidium-Standard, den PRS-10 von Stanford, den ich dann ganz billig erstehen konnte, weil er sehr alt ist. Und jetzt das Monitoring-Programm. Und hier werden wir ein paar Sachen gemeinsam anschauen. Also erstens die Receiver-Data, also die Daten, die vom Leo 5T kommen. uBlox Timing, hier sieht man das, die Firmware, Hardware und so weiter, das sieht man alles. Man sieht auch hier, die Antenne ist okay, wir haben Satelliten, die getrackt werden und wir haben keine fehlende Sekunde, die fehlt, die dann immer wieder zur Korrektur herangezogen wird. Das ist im Moment nicht der Fall und das Pulse per Second, also die PPS, ist eingeschaltet. Wir sind in der Position Hold Mode. Die Position Hold Mode sagt, dass ich den Survey korrekt abgeschlossen habe. Der Survey, das ist ein Prozess, der versucht, innerhalb einer bestimmten Zeit, die einstellbar ist, ich habe mal 48 Stunden gewählt, alle Satelliten im Sichtfeld zu analysieren und zu mitteln. Und wenn wir dann eine ganz genaue Position haben, also eine mittlere Position über alle sichtbaren Satelliten von meinem Standpunkt, dann wechselt das GPS auf Position Hold und jetzt habe ich nur noch eine Position. Ich will ja nicht navigieren, ich will ja nur timen, das heißt, ich brauche eine relativ konstante Distanz der sendenden Satelliten zu meiner Antenne. Das ist mit diesem Survey-Mode, der eigentlich ganz gut funktioniert, garantiert. Natürlich ist das immer noch ein Kompromiss und natürlich sind da sehr viele Fehler, die da einfließen, natürlich Ionosphäre, Wetter und so weiter. Da gibt es Verschiedenes. Aber ist ein guter Kompromiss für Amateure. Jetzt kommen wir noch zu diesen Receiver-Data. Hier sehen wir SAWT, das ist die Sägezahnanomalie. Jedes GPS hat eine ja, langzeitig eine Sägezahnform, die eigentlich störend wirkt. Und die sollte man ausfiltern. Und das machen wir, indem wir hier das SAWT ausfiltern mit einer entsprechenden Antenne. Ich habe in meinem Fall auf dem Dach eine Talisman und das Entscheidende hier ist dieses Filter. Also ich filtere bereits bei der Antenne dieses Sägezahnverhalten oder diese Sägezahnanomalie, die filtere ich aus. Davon ist auch noch ein Low-Noise-Amplifier mit 28 dB Gewinn dabei, das heißt, es ist eine aktive Antenne. Und deshalb haben wir hier eine relativ kleine SAWT, die ist ausgefiltert. Also alles, was da unter 5 Nanosekunden ist, ist gut. Dann wird die Akku, also die Accuracy, also die Genauigkeit, die ist jetzt bei einer Sekunde. Das bezieht sich auf die Genauigkeit des Pulses, also nicht die Genauigkeit der schlussendlich resultierenden Frequenz. Entscheidend hier ist noch eine Position, das sind der Delay. Delay, ich habe ja eine Antenne, die ist auf dem Dach und bis dorthin wird das Signal gesendet und nicht bis zum Empfänger. Also brauche ich eine Verzögerung, die der Länge des Kabels entspricht. Ein RG58 oder auch ein RG174 hat einen Verkürzungsfaktor von ca. 0,66. Das entspricht in etwa 5 Nanosekunden pro Meter. Ich habe ca. 5 Meter und habe deshalb eine Verzögerung von 25 Nanosekunden eingefügt.
Es ist ziemlich Trial and Error, also man muss das ein bisschen suchen, damit man auf diese Verzögerung kommt. Das macht man damit hier. Ich habe hier die RG58U und RG174AU mal aufgelistet. Die haben eben diese 066. 066 macht in etwa 5 Nanosekunden pro Meter. Das ist ein Näherungswert natürlich. Ich kann hier nur Nanosekunden einstellen, obwohl hier ganz viele Nullen angezeigt sind, aber ich kann da nicht 25 0, 0, 0 und so weiter. Also es wird auch da ein Kompromiss sein. Damit man sieht, was passiert, wenn man das anpasst. Also irgendwie versucht man, die Frequenz aufzuzeichnen und zwar natürlich möglichst genau hier auf dieser Nulllinie zu landen. Und indem man die Verzögerung anpasst, kann man dies machen und irgendwann landet man dann hier bei, ich habe hier den Faktor, die Auflösung um eine Zehnerpotenz erhöht und wir sind dann irgendwann bei hier minus 5 hoch minus 12, also absolut im Rahmen der Ungenauigkeit. Man darf ja nie vergessen, dass wir immer ungenau mit ungenau vergleichen. Also meine Referenz ist immer noch das Bodnar, das ich einsetze. Und deshalb ist das natürlich auch immer noch ein Kompromiss. Aber es gibt doch mal einen guten Trend und einen guten Hinweis. Ein Punkt, der noch entscheidend ist, das ist mein Aufbau des Rubidium-Oszillators, das PRS-10 hier, und dann ein massiver Kühlkörper. Es geht um zwei Dinge. Erstens, damit man das PRS-10 nicht, ja, nicht schrottet, sollte die Baseplate, also die Baseplate, die Grundplatte, die ist hier unten, nicht über 45 Grad sein. Also 40 bis 45 Grad ist ideal, um eine möglichst lange Lebensdauer noch dieses Rubidium zu erhalten, des Standards zu erhalten. Und das halt ist das eine, deshalb dieser Kühlkörper, weil das Ding ist über 100 Grad warm innen. Und dann habe ich noch hier eine Granitplatte eingebaut, damit die Hysteresis oder die Trägheit einer Umgebungstemperaturänderung nicht direkt oder nicht so schnell einfließt. Hier sieht man noch das 10 MHz Bandpass. Ich habe hier also noch einen Bandpass eingefügt, damit ich alle etwelchen Oberwellen des Oszillators ausfiltern kann. Das ist die Konfiguration. Und das hat dann zur Folge, obla, Entschuldigung, hier, dass man folgendes Temperaturverhalten hat. Die Stabilität ist nicht extrem empfindlich, 1 Grad plus 10, 10 hoch minus 10, dies von minus 20 bis 65, also nicht wahnsinnig, aber wenn wir ja 10 hoch minus 12 messen will, ist das eben messen wollen, ist das halt doch auch ein bisschen relevant. Und hier sehen wir Folgendes. Die obere Kurve ist die Temperatur des Rubidiums gemessen im Kühlkörper oder auf der Grundplatte. Und hier sieht man die Umgebungstemperatur des Labors. Ich habe die Umgebungstemperatur um 15 Grad geschiftet hier. Das ist ein 15 Grad Offset, aber nicht 41 Grad im Labor, damit man diese Kurven vergleichen kann. Man sieht jetzt, dass ich beim Rubidium-Oszillator hier eine geglättete Kurve habe, obwohl in der Nacht natürlich die Temperatur hier um 1 oder 2 Grad abfällt. Habe ich dann beim Rubidium-Oszillator doch eine relativ gerade Linie. Man sieht hier, ich habe die aktuelle Temperatur und die Standard Deviation habe ich auch nochmal aufgezeichnet, ein halbes Grad in etwa. Und das ist dann natürlich hier kaum mehr zu bemerken. Das fließt dann nicht mehr ein. Also diese Konstellation ist zu empfehlen, wenn man stabile Verhältnisse will. Okay. Das nächste Thema. Entschuldigung. Jawohl. Das ist eigentlich schon Schluss. Jawohl, das waren schon die paar Dinge. Das muss ich da löschen. Das sind die paar Dinge, die ich Ihnen noch zeigen wollte.
um diese Präsentation des Rubidium-Standards zu komplettieren. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.